Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen 3 hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, ich entschuldige mich immer noch für meine Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen gesundheitlich. Aber das hält mich nicht von Risen 3 ab. Warum sollte es auch? Wäre ziemlich traurig, wenn es das tun würde. So, ich gehe hier nochmal den Fluss eben ab, falls sich hier irgendwo ein Jadestein befindet, aber das scheint nicht so. Aber schön sieht's aus hier. Wenn das Wasser so gegen die Felsen prasselt. So, Mr. Krabs, wir haben dich lange nicht gesehen, Mr. Krabs. Wirklich lange nicht, ey, wenn wir mal ehrlich sind. Du musst jetzt aber auch leider drauf gehen, Mr. Krabs. Oh, und dein Auge reißen wir auch aus. Oh, und deine Clown dancen wieder ab. Jawohl. Die Clown Dance Party. Oh, hier, guckt euch das mal an. Wie schön das hier ist. Ah, oh, hier ist auch so eine Riesenratte. Die sind echt ekelhaft. Diese Riesenratten. Aber auch sehr schwach. Und langsam, ne? Die sind echt langsam. Hohoho, haben wir den weggenagelt. Holy shit. So. Oh, wunderschön sieht's hier aus. Komm, Mr. Krabs, aber wofür ist das Ganze hier, frage ich mich. Sorry, Mr. Krabs. Wofür ist er? Da ist noch ein Schattenwächter. Schaut euch das mal an, wie schön das hier aussieht. Hat was. Okay, hier geht's weiter. Das ist gut. Deine Haut mache ich mir eine Mütze. Ja, komm mal her. Oh nein, der darf nicht den ersten Hit landen. Eieiei, das tut weh. Also das sind quasi die Ogre aus Risen 1 oder die... was war das krasse in Risen 2? War das auch noch Ogre? Ich weiß es gar nicht mehr. Was war es denn in Risen 2? What the fuck? Warum habe ich das nicht mehr im Kopf? Oh, bitte lass uns die öffnen können. Hier werde ich niemals zurückkommen. Ja, wir können die sogar öffnen. Sehr gut. Was war das denn in Risen 2? Wo, wie wurden die denn da nochmal genannt, die Ogre? Ich weiß auch, wie ich gesagt habe, jo, das sind die Ogre aus Risen 1 hier in Risen 2. Ich weiß auch, wie ich das gesagt habe. Aber ich weiß gerade nicht mehr, was das für Viecher waren. Oh, schon gekochter Fisch. Magische Kristalle. Können wir da hinschwimmen? Das ist dieser See hier, ne? Das ist quasi nochmal hier... Holy shit. Wir schwimmen mal hier rüber einfach. Das scheint ja erstmal safe zu sein. Auch wenn es übelst unsafe aussieht. Ja, hier waren wir definitiv noch nicht damals, oder? Wo wir den Strand geklärt haben? Oder waren wir hier? Fuck my life. Wir waren hier. Krass doch! Der fliegende Stein, ich erinnere mich. Und das Ding haben wir doch auch schon gelootet. Stimmt. Wow. So weit sind wir damals. Oh, da ist aber noch ein Secret. Da ist ein Secret. Oder war das einfach nur das Ding da unten? War das einfach nur... Ist das einfach nur der Felssprung da über uns? Oh, wird geladen. Fuck, wir waren zu weit am Ozean. Ah, wirklich? So, mal eben gucken. Tatsächlich, war doch das, okay. Hätte ich nicht gedacht. Aber... Ist so. Nun gut, das war dann doch recht unspektakulärer, als ich erst gedacht habe. Ja, wir wollen zur Eisenhütte. Warum ist das eigentlich schon wieder fucking Nacht? Boah, gemeiner Teleport. Jetzt mal ohne Spaß, warum ist das wieder Nacht? So, jetzt halten wir uns mal hier rechts. Denn da waren wir safe noch nicht. Oh, Spinnen, natürlich. Wieder Spinnen.
So, die eine ist down. Oh, wollen die uns helfen? Bei uns tötet jemand, damit wir die 50... Boah, ist das dein Ernst? Weißt du, ich schieße den tot bis auf Low Life und du killst ihn dann am Ende noch. Mein Gott. Na gut. Vielleicht kann ich auf die 50 Ruhm auch verzichten. Vielleicht muss ich ihn aber auch deswegen töten. So. Lieber Bones. Mach mal Platz. Wo sind wir hier eigentlich? Da sind auf jeden Fall noch mehr Spinnen. Was mir gar nicht gefällt, dass es jetzt auch schon wieder Nacht wird. Okay, da sind einige Spinnen. Und eine fette. Eine Grabspinne ist da auch noch. Nicht gut. Ich schieße wenig mit der Armbrust, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir damit sehr, sehr selten treffen. Und ich mir dann die Bolzen aufsparen möchte. Aber ab und zu lasse ich nochmal so einen Schuss raus. Jawohl, Grabspinne tot. Was ist das hier eigentlich so für so ein, für einen Weg? Guck mal, hier ist nämlich auch noch eine Spinne. Ach, die haben wir damals getötet, okay. Die sah noch so lebendig aus, so wie die abgezappelt ist. Kein Kräuter mehr. Aber irgendwo muss noch eine Spinne sein, die wir nicht gelootet haben, wenn ich mich recht entsinne. Sehr schön. So, die Bäume sehen hier schön aus, ne? Oh. Wieder ein Drachensnapper. Wirklich? Alter, was der für eine Range hat, ne? Das ist der Wahnsinn. Ja, Bones, geh du mal den langen Weg. Damit du auch nicht helfen kannst, ne? Ah, heilen tut er, das ist gut. Na los, Bones, come on. So, den Weg hier, den kenne ich aber, glaube ich, nicht, oder? Oh, wir sind hier nur einmal, doch, wir sind hier nur einmal bei Nacht lang gelaufen und das gefällt mir nicht. Mir gefällt es auch nicht, dass es schon wieder Nacht wird. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ging extrem schnell jetzt von einem Mal Nacht zum anderen Mal Nacht. Kann aber auch nur ein Gefühl sein. So, was hat der hier bewacht? Das war auch dieser Eingang hier zu diesem komischen Ruinstädtchen. Hübsch hier. Manchmal kann ich Palmen einfach nicht mehr sehen. Zu Recht. Ich finde Ruinen klasse. Ich würde auch echt gerne mal so nach Griechenland oder Italien. So richtig schön alte Gebilde sehen. Oder alte Ruinen. Ich liebe die griechische Mythologie zum Beispiel. Oder Ägypten gibt es ja auch Ruinen. Aber ob man da heutzutage noch so gerne hin will, weiß ich nicht. Oh, da ist jemand. Leider ist die heutige Zeit ja eher so ein bisschen... Ja, die Länder da unten, Ägypten, ne, Syrien, etc. pp. Ich weiß ja nicht, ob man da heutzutage noch so gerne hin möchte, aber erstmal haben wir hier einen Kollegen und das ist auch noch ein Dämoniker, der Winter. Es fühlt sich an wie der sterbende Sonnenuntergang vor der ewigen Nacht. Okay. Was ist los mit dir? Es ist nur... Ich hab sie alle sterben lassen. Alle meine Kameraden, meine Freunde. Ich hab sie im Stich gelassen. Ich bin so ein Feigling. Fuck. Jetzt beruhige dich erstmal. Es hat mich plötzlich gepackt. Und da bin ich abgehauen. Und dann habe ich gehört, wie sie schrien. Und ich bin ein schlechter Dämonenjäger. Meine ganze Familie hat versagt. Wer so verzweifelt ist, braucht Hilfe. Ja, das stimmt. Dich hätten sie auch erwischt, wenn du nicht gerannt wärst. Jetzt hast du die Chance, sie alle zu rächen. Du ahnst nicht, welche Schrecken in diesem Irrgarten lauern. Ich habe da so eine Ahnung. Was ist mit deiner Familie? Wir waren ein altes Dämonenjägergeschlecht auf Kalador. Aber wir waren eine Sippschaft voller Feiglinge. Immer wenn es brenzlig wurde, haben wir uns aus dem Staub gemacht.
Und du wolltest nicht so werden. Natürlich nicht. Ich wollte schon ein mutiger, stolzer Krieger sein, seit ich ein Kind bin. Und jetzt schau dir an, wo ich gelandet bin. Okay. Wie wär's, wenn wir gemeinsam da reingehen? Ich weiß nicht. Komm schon, du schaffst das. Was hast du denn der Höllenbrut entgegenzusetzen? Vertrau mir, ich hatte schon einige Begegnungen mit den Schatten. Also gut, dann sag, wann es losgeht. Okay, Fluch der Väter, Moment. Wo will der mit uns da oben hin? Also hier rein? Nee, das will ich aber noch nicht. Ich will erstmal hier hin. Ich will erstmal hier erkunden. Holy shit, sieht das geil aus hier. Die Landschaft gefällt mir mega gut. Den habe ich ja gar nicht bemerkt. Oh. Ich einfach an ihm vorbei. Yo, und da sind drei hintereinander einfach liegend. Drei Luchse hintereinander, warum auch nicht? Und da sind noch zwei Riesenratten. Also wir haben ja einiges erstmal zu clearen, bevor wir hier mit dem Kollegen weitergehen. Aber natürlich helfen wir ihm gerne. Und ich bin gespannt, was uns dann da erwartet für die Vieh. Der Arme hat seine Familie verloren, es tut mir voll leid. Ah, fuck. Der Lux ist hier ganz schön nervig, ey. Hartnäckig, aber, oh. Stiefelkreis par excellence hier bei uns. Sehr schön. So, den dritten hauen wir auch noch um. Drei Luchse hintereinander, das ist aber auch ein bisschen krass, ey. Oh. Die sind halt super schnell. Ich bin schon froh, wenn wir unsere Angriffsgeschwindigkeit verbessern können. Da freue ich mich sehr drauf. Darauf sollten wir echt demnächst hinarbeiten. So, ich habe auf jeden Fall noch da hinten vorhin einen Drachensnapper gesehen bei dem Typen. Und da hinten waren, glaube ich, Riesenratten. Da sollten wir erstmal zurückgehen. Schafauge wollen wir nicht vergessen. Wir wollen ja auch uns irgendwann an die Tränke machen. Oh, da schlief noch ein Scavenger. Ein Einzelner, da hinten ist erst ein Kollege, finde ich gut. RIP Scavenger. Okay, was ist das hier für ein kleiner, aber feiner Weg? Der geht auf jeden Fall zum Strand unten hin. Sind wir den damals schon gegangen? Hand. Kann mich gar nicht erinnern hier. Doch, ich erinnere mich hier. Doch. Tatsächlich erinnere ich mich an den Aufstieg. Aber gerade bringt er uns nichts. Rechts sind die Monster. Da ist der Scavenger Nummer 1. Und ein Rammer ist da auch. Erstmal ist der Scavenger tot. Und eigentlich möchte ich auch erstmal den anderen Scavenger umhauen, bevor wir uns den Rammer stellen. Sehr schön. Und jetzt rauf da auf den Rammer. Aua! Ja, leider nicht bei ihm, weil der ist halt verdammt schnell. Und super stark. Oh ne, ich will nicht, dass du runterfällst, Kollege. Jawohl. Finde ich nicht mal bei uns. Aber gut, wenn du das sagst, dann muss das wohl stimmen. So, wo ist der andere Scavenger? Haben wir den nicht hier irgendwo erlegt? Wir sind ja jetzt hingeflogen, da. In die Büsche, wo ihn keiner mehr sieht. Waren das doch Scavengers und keine Riesenratten, die ich da vorhin gesehen habe? Ich habe gedacht, das wären Riesenratten. Nun gut. Habe ich mich wohl versehen. Da unten ist nämlich schon wieder die Brücke. Hallo, hier sind wir. Okay. Interessant. Guti. Wir haben ja hier noch einiges zu erkunden, bevor wir da rein müssen. Haben wir überhaupt hier noch einiges zu erkunden? Hier rechts waren wir, glaube ich, noch nicht, ne? Hier schläft auch wieder irgendwas. Ah doch, hier sind die Riesenratten. Hier war das mit den Riesenratten.
Ich finde das unfassbar, dass die Männchen den gleichen Schnarchsound haben wie die Tiere hier oder die Monster. Da kann man ja nicht mehr Tiere nennen hier, das Vieh, ey. Alter, wirklich? Oh, jetzt fällt der wirklich da unten hin? Nee, ganz ehrlich, Alter. Scheiß auf das Fleisch. Proviant haben wir, glaube ich, eh genug. Aber da renne ich jetzt nicht hinterher. Wir haben den Ruhm bekommen, das ist immer das Wichtigste. So, was gibt's hier oben? Nix, wirklich? Die haben das hier oben gemacht, um dann nix hinzulegen. Keine Pflanze oder so. Oh mein Gott. Unnötigster Weg ever. So. Da ist der Drachensnapper. Komm her, Kollege. Du alter Pisser, ey. Hasse dich. Oh. Die Armbrust hat getroffen. Aber bei dem großen Vieh ist es auch echt schwer vorbeizuschießen. Ja, wir schaffen es trotzdem. Also unser Protagonist schafft es ganz gut hier gerade vorbeizuschießen. Der zweite Drachensnapper. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Fuck. Oh, leck mir doch die Eier hier. Verpiss dich. Komm, den einen müssen wir down kriegen. Komm, bei uns, hau mit drauf. Oder nimm wenigstens eine Aggro. Ja gut, das war gut, Bones, das war gut. So, jetzt hast du seine Akku, ne? Jetzt kann ich erstmal looten, sehr gut. Oh, wie wir Bones manchmal so schön benutzen. Finde ich gut. Oh, will er mitkämpfen, unser Kollege? Finde ich gut. Dann kann er sich mal, aber er ist noch nicht in unserem Team. Das heißt, er darf nicht den Kill machen. Sonst ist der Ruhm verloren. Beim Drachensnapper würde ich mich schon ärgern. Und er killt ihn wirklich. Fuck you. Ohne Spaß. Das mache ich normal. Die 200 Ruhm will ich nicht verlieren. Autospeichern? Ne, hier, Schnellspeicherpunkt. Das ist doch behindert, wenn man deswegen 200 Ruhm verliert, ey. Richtig behindert. Außerdem will ich erstmal auf Bones warten, dass der soweit ist. Der läuft ja immer den langen Weg zurück. Der kennt ja keine Abkürzung. Okay, und was ist... Ist das noch ein Drachensnapper? Sind das drei oder ist das noch ein anderes Vieh da hinten? Der sieht irgendwie anders aus. Das ist ein Raptor, oder? Das ist noch was anderes da hinten, glaube ich. Also erstmal kommen hier die zwei Drachensnapper, was mir gar nicht gefällt. Aber... Was mir gefällt, ist unser Kracheisen. Und das benutzen wir jetzt auch. Das können wir nicht so... Die kriegen wir nicht anders down. Ne, Bones, jetzt brauchst du auch nicht mehr heilen. Jetzt habe ich Proviant gefressen. Gegessen natürlich. Ah. Komm. Na gut. So, jetzt haben wir die 400 Ruhm. Weil 200 Ruhm verlieren ist mir echt schon ein bisschen zu schade. Da ist noch eine Rammer. Was ist das da hinten? Das ist doch kein Drachensnapper. Das sieht aus wie ein Raptor, ey. Gut, die Drachensnapper sehen jetzt auch nicht anders aus. Sehen zwar auch aus wie Raptoren, aber... Was ist das hier? Also, das ist ein Rammer. Was ist das da hinten? Ich möchte den auch gar nicht triggern, wenn ich ehrlich bin gerade. Ist das doch ein Drachensnapper? Und der sieht nur aus der Entfernung so mega anders aus. Wenn, ist noch ein Rammer. Bin ich der Einzige, der finde, dass der mega krass anders aussieht? Also, die Viecher. Wenn das jetzt ein Drachensnapper da hinten ist, dann... Bin ich echt überrascht. Hä, das sind noch andere Viecher, oder? Kann mir doch keiner erzählen. Drachensnapper, doch, Tatsache. Ich hab echt gedacht, das ist was anderes. Der sieht von der Seite echt komplett anders aus als von vorne. Das tat weh. Oh, der tat echt weh, der Hit. Hey, nicht gedacht, dass das doch Drachensnapper sind. Aber ihr könnt auch nur so maximal überzahlen, ne? Mehr könnt ihr auch nicht, oder? Also am Anfang haben wir noch gegen Einzelne gekämpft, aber mittlerweile sind die ja nur in Gruppen. Gut, mehr Ruhm für uns, aber... nerviger.
So, das war's. Was habt ihr jetzt hier bewacht? Ihr wart 4 Drachensnapper. Ihr könnt mir nicht sagen, dass ihr nichts bewacht habt. Okay. Anscheinend könnt ihr es mir doch sagen, dass ihr nichts bewacht habt. Fuck off. Hier muss es irgendwas geben. Da gibt's nicht. Hier gibt's echt nichts. Oh Mann, ey. Na gut. Dann wollen wir uns mal hier um den Rammer kümmern. Denn wir haben noch ein gutes Grünfeld hier vor uns, was wir erkunden wollen. Oh. Können wir den Rammer da mal heben? Und dann geht's weiter hier. Na komm, Bones. Geh mal rauf da auf. Sehr gut. Stiefelkreis. Au. Au, au. Okay. Ripp dich weg. Und dann erkunden wir hier weiter diese Grünfläche. Und schauen, ob es hier irgendwas Interessantes für uns gibt. Außer Spinnen. Oh nein, 3 Feldspinnen getriggert. Scheiße. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Das Coole ist, wenn Bones die eine Spinne killt, dann nerven uns die anderen nicht. Also dann nerven die anderen Bones. Sollte eigentlich so sein, aber tun sie anscheinend doch nicht. Oh, die haben einen guten Daumen bekommen, die Spinnen. Aber ich sehe gerade auf der Uhr, der Part ist vorbei, Leute. Da läuft noch ein Varan. Gut, looten wir erstmal hier die Kräuter. Und nehmen wir das alte Wissen mit. Vielleicht knallen wir auch noch den Varan da um. 2 Varane und ein Drachensnapper, oh, oh. Aber da läuft wieder Ruhm rum. Interessant. Gut, um die Monster kümmern wir uns aber tatsächlich erst im nächsten Part, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.